Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe hier mal nochmal zurzeit schlappert sich's, ne? Ausrüstung. Und zwar diese formschöne schwarze Stange. Okay, so formschön ist sie gar nicht. Wie man hier sehen kann, ist sie hier ziemlich ungleichmäßig. Die besteht nämlich aus zwei Hälften und die kann man schon so ein bisschen aneinander pressen. Was man aber nicht hinkriegt, ist sie so aneinander zu pressen, dass das hier schön gleichmäßig und eine durchgehende gerade Stange gibt. Sondern da entsteht halt, zumindest bei meinem Modell, immer irgendwie diese Stufe. Und wenn man ein ordnungsliebender Mensch ist, was ich bei weitem nicht bin, dann kann man das vielleicht hässlich finden und einen das möglicherweise stören. Könnte ich mir schon vorstellen. Ich kenne da so ein paar Kandidaten, die das wahrscheinlich ganz, ganz schrecklich fänden. Es ist ein bisschen schade, dass die Ingenieure, die diese schwarze Stange konstruiert haben, da nicht auf die Idee gekommen sind, irgendwas zu konstruieren, damit das hier irgendwie schöner ineinander passt. Andererseits, ich habe keine Ahnung, wie man das hätte machen sollen. Ich wäre aber auch nicht drauf gekommen, überhaupt so eine Stange zu konstruieren. Das ist eine Bügelsäge. Super klein verpackbar. In diesem Zustand ja nun wirklich in jeden Rucksack irgendwie noch reinstopfbar. Tolles, sensationelles Packmaß. Eine gewisse Länge muss sie haben. Das liegt daran, dass das Sägeblatt mindestens mal drin ist. Und das Sägeblatt, ja, je länger das ist, desto besser kannst du letztendlich sägen. Drum bist du über ein relativ langes Sägeblatt hoffentlich dankbar. Und damit ergibt sich dann auch die Gesamtlänge vom System. Also mindestens eben das. Weil das Sägeblatt ist leider nicht faltbar, knickbar oder sonst irgendwie einrollbar. Das gibt's ja auch. Habe ich inzwischen auch gesehen. So im Prinzip Kettensägen, Blätter zum Auseinanderfalten, ja, zum Zusammenlegen zu so einer runden Wurst, und dann kannst du die auseinandernehmen und hast dann quasi ein Kettensägenblatt, das du dann auch zwischen zwei Stöcke quasi spannen kannst und in eine Bügelsäge baust mit diesem Ding in der Mitte. Und das ist halt dann natürlich dahingehend praktisch, dass so ein Kettensägenblatt wirklich in die Hosentasche gesteckt werden kann und die nötigen Holzbauteile, um daraus eine Bügelsäge zu bauen, plus ein bisschen Schnur, findest du ja im Wald. Die Schnur nicht unbedingt, aber auch die kann man notfalls improvisieren. Ja? Wissen wir alle, und wenn nicht, dann müssen wir mehr Survival-Zeugs gucken. Aber saumäßig praktisch, prinzipiell erstmal von der Art des Designs und von der Verpackbarkeit her ist das Ding auf jeden Fall so. Dann, zweiter großer Vorteil, das Ding ist auch sehr, sehr günstig, 15 Euro, irgendwie sowas um den Dreh, also wirklich nicht teuer, gar nicht, oder war es sogar noch billiger, ich weiß es gar nicht, echt nicht teuer, so, und dritter Faktor ist auch sehr leicht, ja? Also meine, zum Vergleich, Moment, wo habe ich sie, ich habe sie doch extra mitgenommen, hoffe ich, ja, zum Vergleich hier meine sehr geliebte Opinel-Säge in der langen Version. Es gibt eine kürzere und eine längere. Das hier ist die längere. Ich würde die kürzere auch nicht unbedingt empfehlen wollen. Da kannst du genauso ein Schweizer Taschenmesser nehmen. Die ist schon sehr cool. Damit säge ich sehr gerne. Damit säge ich sehr viel. Das ist inzwischen auch das dritte Sägeblatt. Die kann man einzeln kaufen und ersetzen, wenn es dann ansteht. Und ganz was Schönes. Ganz, ganz was Schönes. Ist gewichtstechnisch nur ganz unwesentlich leichter als hier dieser Alu-Stab mit allem drum und dran, und hat halt dafür, das zeige ich euch auch gleich nachher, wenn ich die ausgepackt habe, das deutlich kürzere Sägeblatt. Zwar sehr scharf und sehr schön, alles keine Frage, ja, und der Holzgriff ist natürlich einfach, der macht halt einfach Freude, aber muss ja nicht zwingend ein Holzgriff sein, ja, hat ja nichts mit, für Effizienz ist das ja völlig wurscht, für Freude vielleicht spielt es möglicherweise eine Rolle, ne? Gut, die hier wiegt etwa 350 Gramm, ungefähr. Ja, das Ding etwas unter 300. Ja, also das nimmt sich nicht allzu viel. Gut, ich pack's mal aus. Auspacken funktioniert folgendermaßen. Wir haben hier an beiden Seiten so ein Schraubdingens. Da können wir auf einer Seite das Schraubdingens mal abschrauben. Dann kommt da ein... fällt auf der anderen Seite der Nopsel ab. Die Nopsel nicht wegwerfen, die brauchen wir gleich noch. Ja, und dann zieht man hier erstmal diesen langen Stab raus. Den braucht man nachher auch noch. Da kann man jetzt den einen Nopsel gleich mal wieder reinschrauben. Wobei, ja, weiß ich nicht, ich lasse ihn jetzt einfach mal so dran. So, Bauteil Nummer 1, beziehungsweise Bauteil Nummer 1 bis 3. Zwei Nopselchen und ein Stab.
Gut. Dann haben wir möglicherweise drinnen schon verstaut dieses Ding. Ja, das nennen wir jetzt einfach mal Bauteil Nummer 4. Das ist einfach ein Alu, eine Alu-Stange. Ja, nix weiter Spektakuläres. Des Weiteren haben wir diese beiden Teile, die kennen wir schon von außen. Die waren quasi unsere Stange, wo alles drin gesteckt hat. Und wir haben, was da auch noch reinpasst, eben das Sägeblatt. Zum Sägeblatt, das ist, man kann hier vielleicht einen gewissen Farbunterschied zwischen den Sägezähnen und dem Metall drunter feststellen. Die Sägezähne sollen wohl spezial gehärtet sein, weshalb die farblich anders aussehen. So hat man mir das erklärt. Und ich muss jetzt dazu sagen, das hier ist eine Erstvorstellung vom Produkt. Ich habe die noch gar nicht ausprobiert. Ich weiß also noch nicht, ob die Säge gut sägt. Das werden wir jetzt gleich gemeinsam feststellen. Und ich werde die dann auch versuchen, immer mal wieder zu benutzen und kann euch dann irgendwann in ein paar Jährchen langfristig mal sagen, ob das jetzt eine gute Investition war in diese Säge oder nicht. So, wie baut man die jetzt zusammen? Naja, man nimmt diesen hier und der hat hier unten eine Kerbe. Ja, und in diese Kerbe steckt man, das Sägeblatt hat hier nämlich so ein Nupselchen, da steckt man da rein, dann hängt das mit der Nupselchen in der Kerbe. So. Ja, und jetzt nimmt man das andere Ding und steckt das Säge, setzt das auf das Sägeblatt. Das hat dann nämlich auch besagte Kerbe und Und dann sieht das so aus. So, und jetzt bauen wir da damit, so kannst du damit natürlich nicht sägen. Und jetzt brauchen wir eben noch zwei weitere Elemente, nämlich einmal diese Dingenstange von eben. Ne? Die kommt hier rein. Flop. Und dann sieht das so aus. Und das sieht schon eher aus wie eine Säge. Und jetzt nehmen wir noch dieses dünne Spindeldingens. Das da. Ja, und das muss jetzt quasi hier oben noch durchgesteckt werden. Und da hinten ins Loch. Und dann da durch. Zack, jetzt. Ja, und da kommt jetzt noch das, hier ist das Nupselchen schon dran. Und hier machen wir das andere Nupselchen dran. Und jetzt können wir mittels Schrauben an den Nupselchen die Säge auf Spannung bringen, weil dann schrauben wir das hier oben fester zusammen. Und damit zieht es sich hier unten auseinander und damit kommt Zug aufs Sägeblatt und fertig ist die Bügelsäge. Ich hoffe, das war selbst für technische Vollpfosten wie mich einigermaßen verständlich. So in dem Zustand ist die wirklich erstaunlich leicht. Man fragt sich, hat man überhaupt was in der Hand, wenn man sie so in die Hand nimmt. Als Rohr wirkt es noch so ein bisschen kompakter und daher wiegt natürlich so genau dasselbe wie als Rohr. Aber ne, schon relativ genial, dass da doch was rauskommt, was wie eine echte Bügelsäge aussieht. Bei so einem kleinen Packmaß, also bis ich jetzt bisher angefangen habe mit dem Ding zu sägen, das habe ich noch, wie gesagt, noch nie gemacht. Idee, klasse, Bauart, klasse, qualitativ, alles völlig in Ordnung, gibt's nichts auszusetzen, soll ja leicht sein. Klar wäre ein fettes Stahlrohr stabiler, aber dann ist es halt nicht mehr leicht. Und das Sägeblatt, das ist halt so ein typisches Holzsägeblatt, wie Holzsägen halt nun mal aussehen. Nicht diese typische japanische Sägeblattzahnung. Ja, sowas hier, ja, das ist ja im japanischen Stil. Der heiße Scheiß in der Bushcraft-Welt, das sägt auch sehr, sehr gut. Ne? Also nicht falsch verstehen, das ist gut. Das ist halt eben so das klassische Sägeblatt einer klassischen Holzsäge. So, jetzt kann ich euch noch kurz verraten, wer der eigentlich der Hersteller ist und wo man sowas bekommt. Und zwar, das ist so quasi die Verpackung, habe ich etwas zusammengefaltet. Das Ding ist von MFH. MFH kennt man, ja, die machen alles mögliche. Tabs, verkaufen eben auch gebrauchte Militärausrüstung und Militärfachhandel heißt MFH, glaube ich. Ja, warum die jetzt ausgerechnet diese Säge im Angebot haben, weiß ich nicht. Aber man findet eigentlich bei jedem Händler, der MFH-Krempel verkauft. Das heißt zum Beispiel ASMC, der Bundeswehrshop oder Rare.
um mal die drei größten zu nennen, meiner Meinung nach die drei größten, die haben, soweit ich weiß, alle diese Säge im Angebot. Ja, MFH Spannsäge, zerlegbar, zwei Sägeblätter, Sägeblattlänge ca. 32 cm für alle Holzarten, kleines Packmaß. Und das ist es auch im Grunde, was man da an Informationen dazu kriegt. Hier gibt es noch eine Aufbauanleitung dazu, aber das, wenn selbst ich das raffe, dann braucht man die nicht unbedingt. Teilweise heißt sie auch Outdoor-Spannsäge, zerlegbar. Es werden zwei Sägeblätter mitgeliefert, das, was ihr jetzt sehen könnt. Das andere habe ich zu Hause gelassen, ist also gleich noch ein Ersatzsägeblatt dabei. Und man kann die Sägeblätter auch noch separat kaufen. Das heißt, selbst wenn so ein Sägeblatt mal stumpf ist, das wird passieren, dann ist das trotzdem durchaus eine Investition in die Zukunft. Wenn man sich meinetwegen daheim dann einen ganzen Haufen von diesen Sägeblättern schon bereits zurechtlegen möchte, solange die jetzt nicht anfangen zu rosten, sollten die unendlich haltbar sein, dann hat man im Grunde eine Säge für die Zombie-Apokalypse zum Beispiel. Ja. Elefant im Raum, sägt das Ding denn auch? Und das werden wir jetzt mal ausprobieren. So, huhu. Ja, hier ist sowas Weißes. Das säge ich jetzt mal. Was könnte das für eine Baumart sein? Bin mir nicht sicher. Schwer zu bestimmen. Ach, das Zeug mit der weißen Rinde, das gibt's doch überall. Und so viele verschiedene Varianten davon, genau zwei in Europa. Ja, egal. Ja, Birke, schon ziemlich morsch, realistisch, weil das zumindest legal wirst du in Deutschland mit so einem Ding ja kein richtig gutes, qualitativ hochwertiges Holz sägen, weil das darfst du legal nicht, das wäre Holzdiebstahl. Hingegen so ein Zeug, was keiner haben möchte, Leseholz im ortsüblichen Umfang, heißt in Baden-Württemberg so schön, da kann man schon mal ein bisschen dann rumsägen. Ja, und wenn ich das Ding hier durchbekomme, ihr seht, das ist schon ein ordentlicher Stamm. Das würde ich zum Beispiel mit meiner kleinen Opinel-Säge ungern machen. Ungern. Es ist natürlich keine vernünftige Qualität. Das Holz kann man jetzt in einem Survival-Lagerfeuer notfalls verheizen. Ist aber schon ziemlich morsch. Also die Länge des Sägeblatts ist schon ein großer, großer Vorteil. Wenn man mit anderen Kleinstsägen hantiert, dann merkt man halt schon schnell, das geht zwar. Und das Sägeblatt ist auch schärfer, zum Beispiel von meiner Opinel. Das ist wirklich schärfer. Aber hier hat man halt einfach einen deutlichen Längenvorteil des Sägeblatts. Das geringe Gewicht der Säge ist auch für die Arbeitsergonomie durchaus angenehm. Ja, wenn du da eine leichtere Säge durch das Holz bewegen musst, geht das schon einfacher, als wenn die richtig schwer wäre. Geht auch im Zweihandbetrieb. Ja, ja. Also für so ein einfaches, schon ziemlich morsches Holz, ist das völlig okay. Völlig. Also sehr gut, muss ich sagen. Ja? Für das kleine Packmaß, für den geringen Preis. Ja, das ist sehr, sehr ordentlich. Gucken wir mal, ob sich hier was verzogen hat. Nö, hat sich nicht. Die eine Schraube kann ich noch ein bisschen mehr anschrauben jetzt. Aber ansonsten alles noch robust. Nichts kaputt. Klappert nichts. Quietscht nichts. Soweit, so gut. Ich habe jetzt hier mal vorbereitet. Ja, nicht euch umschmeißen. Ihr solltet an eurer Standfähigkeit arbeiten. So. Ihr fallt immer wegen jedem Mist um, nur wenn man euch mal so einen kleinen Ast über die Rübe zieht. Ja, also hier habe ich jetzt mal noch einen etwas stärkeren. Der ist bisher, ich hoffe, der ist im Bild. Ja, spätestens so müsste man ihn sehen können. Der ist schon etwas auf der einen Seite ziemlich morsch, auf der anderen Seite noch sehr stabil. Versuchen wir mal den. Ja, also wie man hier sehen kann, das ist schon noch deutlich stabiler, deutlich weniger verwest als die Birke, sägt sich auch prima weg, überhaupt kein Problem. Ja,
Und jetzt wäre noch ein bisschen Frischholz interessant. Da habe ich noch einen Ast rumliegen hier. Den hole ich mal schnell. So, das hier, das ist jetzt recht frische Hasel. Recht frisch heißt, habe ich vor 2 Wochen oder was geschnitten. Und muss ja nicht extra jetzt noch meine Hasel abschneiden. Nur zu Demonstrationszwecken. 2 Wochen ist frisch genug. So, und was wir jetzt machen wollen, wie sägt man denn was, was man jetzt so in einer handlichen Form hat, ohne sich gleich einen Sägebock zu bauen oder ähnliches. Da gibt es die schöne Technik, man nimmt das unter die eine Kniebeuge, legt es sich über das andere Knie, haltet, dann könnt ihr es noch ein bisschen besser sehen, ja, und packt beides nah zusammen und klemmt sich das jetzt so ein. Jetzt geht man eben, steht man leicht in die Knie gegangen, so da. Aber man hat das jetzt wirklich richtig schön fest eingeklemmt, übers eine Knie und in der Kniebeuge. Und wenn man jetzt hier noch eine Hand hinnimmt und dann da sägen würde, dann hätte man eine richtig schön stabile Position, ohne irgendwelche Sägeböcke oder ähnliches, um mit der Säge zu arbeiten, ohne dass einem das Holz sonst wo in der Gegend rumfliegt. Weil wenn man das einfach so hält, dann wackelt da alles beim Sägen. Ja? Das habt ihr garantiert schon mal versucht. Das funktioniert nicht so richtig gut. Jetzt will ich nur nicht da sägen, sondern ich will hier sägen, nur ein kleines Stück. Genau. Gucken wir mal. Also ihr seht, da wackelt nichts. Ne? Das hebt wunderbar. Das ist eine tolle Technik zum Absägen von dem Stock. Okay, da tut sie sich, ja, schwer ist zu viel gesagt, aber macht einen erstaunlich feinen Schnitt, wenn man bedenkt, wie grob die Sägezähne sind. In dem Fall wäre meine Obinell-Säge jetzt hier schon besser gewesen. Das ist jetzt nur ein dünnes Stück Holz, ne? Da kriegt man das, das kriegt man von der Dimension her. Mit der Obinell-Säge auch noch durch. Die Bügelsäge schafft halt auch noch dickere Hölzer. Mitunter kann das dann sein, dass das halt einfach mal eine Weile dauert. Da muss man ein bisschen Zeit einplanen, ein bisschen kraftaufwendig. Man muss dazu sagen, Sägeblätter wie das hier, ne, mit dieser Form der Sägezahnung, die sind viel teurer auch in der Herstellung, der Fairness halber. Ne? Also während du Sägeblätter nachgeschmissen bekommst für ein Apfel und ein Ei, kostet so ein Opinel-Sägeblatt, das kostet schnell mal 15, 20 Euro oder so. Ich mache jetzt hier noch eine kleine Scheibe ab. Nur mal so zum Vergleich. Zack. Ja, also das ging nicht nur schneller, das ging auch leichter. Und das macht auch noch mal einen feineren Schnitt. Hier die Opinel-Schneidkante. Sofern man das einigermaßen erkennen kann, die ist richtig schön glatt. Hier ist es deutlich ausgefranster, für wen das wichtig ist. Ne? Aber ja, insgesamt das doch erheblich längere Sägeblatt von Bügelsäge im Vergleich zu Opinel hat natürlich schon große Vorteile. Bügelsäge kann mitunter vielleicht sogar noch leichter mitzunehmen sein als die Opinel-Säge. Und braucht man jetzt unbedingt so eine Bügelsäge, wenn man sowas oder was Vergleichbares, ne? Da gibt es ja noch alle möglichen anderen ähnlichen Sägen in einer ähnlichen Kategorie, die wahrscheinlich die meisten von uns schon besitzen. Dann muss diese Bügelsäge nicht zwingend sein, aber man kann die definitiv benutzen. Ist auch eine schöne Geschenkidee für jemanden, der alles andere schon hat im Outdoor-Bereich. Vielleicht auch für junge Bushcrafter, für Kinder, Jugendliche, ja, wenn man da nicht allzu viel Geld ausgeben möchte, damit die mal ins Waldläufertum reinschnuppern können, dann können sie mit so einer Säge auch wunderbar an irgendwelchen toten Hölzern rumsägen. Das tut auch nicht weh. Da hat auch der Förster nichts dagegen, wenn du irgendwelches abgestorbenes Holz am Waldboden, das da gerade am Verrotten ist, klein sägst und dann verrottet es, ist es das gleiche Ergebnis, wie wenn du es nicht vorher klein sägst und es ohne klein gesägt worden zu sein verrottet. Also das nimmt sich nicht viel. Warte, ich komme mal runter. Dann bin ich auch wieder im Bilde. Ja,
Die hier ist schon von der Haptik her noch mal schöner. Aber ja, wenn man das Sägeblatt stumpf gemacht hat, ein neues kostet Geld. Hier kostet es 3 Euro, 4 Euro, was weiß ich. Es ist schon, also die ist auf lange Sicht wahrscheinlich die günstigere Alternative. Auch in der Anschaffung erstmal. Ja, für wen das eine Rolle spielt. Und man kann sich halt Sägeblätter für das Ding, ohne dass es finanziell wehtut, in größeren Mengen irgendwo bevorraten. Hier, nee, irgendwie nicht. Ja, ja, aber das war's wirklich. Da fällt mir sonst nichts mehr ein. Schöne Säge, Langzeittest, wie gesagt, in ein paar Jahren. Wenn ich da noch dran denke, dass ich den ursprünglich mal machen wollte. So weit, so gut. Ne? Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.